Glück auf, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Egger Tänig, Sitz und Techner. Heute geht es um das Thema Unterhaltsrecht. Eine Zuschauerin hat uns geschrieben, deren Sohn im April 2018 18 Jahre alt geworden ist und hat im Juli 2018 sein Abitur abgeschlossen. Nun will er aber nicht in die Berufsausbildung oder ins Studium, sondern er möchte dieses freiwillige soziale Jahr beginnen bis 2019. Der Sohn meint nun, er wisse nicht so genau, ob das Lehramt das Richtige für ihn sei. Er fordert weiterhin Unterhalt von seiner Mutter. Dazu habe ich mich mit Rechtsanwältin Frau Egger-Tänig verabredet. Unterhaltspflicht ist ja so ein schwieriges Thema. Die Zuschauerin will nun keinen Unterhalt mehr bezahlen, denn sie ist der Meinung, der Sohn ist volljährig und soll arbeiten gehen. Hat die Zuschauerin mit ihrer Meinung recht? Hier hilft uns zum einen das Gesetz, aber auch eine ganz gefestigte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes weiter. Ein Kind, auch das volljährige Kind, hat einen Anspruch auf eine Ausbildung, klingt jetzt vielleicht etwas geschraubt, eine Ausbildung, die seinen Neigungen, seinen Begabungen und seinem Leistungswillen entspricht. Und wie, Herr Rotter, soll denn jetzt ein Kind, was die ganze Zeit nur in der Schule war, nach dem Abitur sofort wissen, welche Ausbildung es denn machen möchte, ab hier in dem Falle das Lehramt für ihn das Richtige sein soll? Aber gibt es denn keine Altersgrenze, bis der ein Kind die Ausbildung aufnehmen muss oder beendet haben muss? Es gibt keine pauschalen Zeiten. Es gibt aber Pflichten, die auch die Rechtsprechung festgesetzt hat. Und zwar hat das Kind zum einen Anspruch auf Unterhalt für die Ausbildungszeit. Das Kind muss aber seinerseits die Ausbildung fleißig, zielstrebig und auch in der vorgesehenen Form und Frist, für die Lehrausbildung und auch für das Studium gibt es ja Rahmenfristen, erfüllen. Wie sieht das jetzt im Fall unserer Zuschauerin aus? Was würden Sie ihr empfehlen? Hier kennen wir leider nicht die genauen Rahmenbedingungen in der Familie unserer Zuschauerin. Vielleicht hat der Sohn ja auch schon mehrere Praktika durchlaufen. Ich kenne seinen Leistungsstand nicht. Alles dies hätte ja Einfluss auf die Ausbildung. Der Bundesgerichtshof sagt jedenfalls erstmal grundsätzlich, dass den Kindern nach der Schulausbildung eine sogenannte Orientierungsphase eingeräumt werden muss. Hier handelt es sich um dieses FSJ, das freiwillige Sozialjahr. Wenn der Sohn das freiwillige Sozialjahr jetzt beginnt, verliert er nicht seinen Unterhaltsanspruch, weder für diese Zeit noch für die spätere Ausbildung. Das heißt für mich, die Zuschauerin muss weiterhin Unterhalt zahlen. Ja, hier erstmal ja. Anders würde es natürlich aussehen, was man jetzt ja auch oft hört. Der Sohn möchte eine Weltreise machen. Sagt, ach, die Schule hat mich so angestrengt, ich möchte jetzt erstmal in die Ferne fahren. Das ist natürlich etwas anderes. Wir kennen ja von der Jugend diesen Begriff Travel and Walk. Die meisten wissen das, die verreisen und arbeiten und verreisen. Die Eltern können das Kind in dieser Zeit unterstützen, müssen aber nicht. Also wenn sie hier hart sind und sagen, du musst das jetzt selber finanzieren, dann hat der Sohn eigentlich nur die Wahl, ja, kann er es finanzieren oder muss er zu Hause bleiben. Muss die Zuschauerin also den bisherigen Unterhalt auch weiterzahlen? Diese Frage können wir hier leider nicht klären, da ich das Einkommen der Zuschauerin und auch nicht das Familieneinkommen, das Einkommen des Vaters nicht kenne. In jedem Fall gilt das 18-jährige Kind, was jetzt nicht mehr in allgemeiner Schulausbildung ist, also wenn das Abitur beendet ist, nicht mehr als privilegiertes Kind. Das heißt, dass dieses Kind muss sich das volle Kindergeld anrechnen lassen, auf seinen Bedarf. Es muss sich auch anrechnen lassen, was der Träger des FSJ möglicherweise bezahlt, Zahlung für Unterkunft oder Taschengeld oder so etwas. Und unsere Zuschauerin hat auch jetzt einen höheren Selbstbehalt, nicht mehr nur die 1080, die sie während des Abiturs noch hatte, sondern jetzt einen Selbstbehalt von 1300 Euro. Frau Rechtsanwältin, Ihr Fazit, was empfehlen Sie unserer Zuschauerin? Also ich denke auf jeden Fall, Herr Rotter, es wird sich lohnen, wenn sich unsere Zuschauerin mal vorstellt bei uns, ihre gesamten Lohnunterlagen mal mitbringt und wir dann besprechen, wie ist die Familiensituation, gibt es vielleicht auch jetzt noch privilegierte Kinder, die in allgemeiner Schulausbildung sind, was erzielen die Eltern insgesamt für Einkommen?
Es ist an der Zeit, wenn die Kinder das 18. Lebensjahr vollendet haben, auch mal über die Unterhaltstitel zu schauen, weil es kommt oft eine Erleichterung für alle heraus. Ich merke schon, Unterhalt ist ein kniffliges Thema. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, noch Fragen zum Thema Unterhalt haben, dann sind Sie hier bei Frau Rechtsanwältin Eckert-Hänig in der Waisenhausstraße bei der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Hänig, Sitz und Techner mit Sicherheit gut aufgehoben. Haben Sie weitere Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen, gerne per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de oder an unsere neue Adresse am Goldbachtal 4.